Was würdet ihr denn in Würzburg verändern wollen, wenn ihr könntet? Darf ich kurz überlegen? Ja, weißt du schon? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nichts. Gar nichts. Nix. Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen schöner machen. Okay, und wie? Was meinst du mit schöner? Naja, also so die Straßen oder so. Also sieht halt teilweise nicht so ganz gut aus. Eigentlich bin ich gerade recht zufrieden. Vielleicht ein bisschen mehr Diskus. Ich würde die Parksituation vielleicht verbessern wollen, dass auch die Preise in den Parkhäusern vielleicht günstiger sind. Ja, ansonsten mehr Grünanlagen. Gerade jetzt so in der Innenstadt, ein bisschen mit Bäumen alles verschönern oder so. Vielleicht mal ein bisschen außergewöhnlichere Sachen, so, also was jetzt zum Beispiel Klamotten betrifft. Restaurants und Bars gibt es eigentlich gut. Dass irgendwo mal Toiletten gäbe, dass man irgendwo auf die Toilette könnte und nicht irgendwo in der Bäckerei oder so einfach was kaufen muss, um dann auf die Toilette gehen zu können. Was ich in Würzburg verändern würde? Sehr gute Frage, da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein, was ich verändern sollte. Gefällt dir alles so, wie es ist? Würzburg ist eigentlich eine schöne Stadt, würde ich sagen. Es ist eine kleine Stadt, aber ich finde, die kann bei vielen anderen Städten mithalten. Boah, eigentlich bin ich zufrieden in Würzburg. Habe jetzt nicht viel auszusetzen eigentlich, ja. Ich würde ein paar mehr Frühstücksgelegenheiten, also so Brunch oder sowas, ganz gut finden, weil ich habe letztens mal nachgeschaut, ich habe jetzt nur 2, 3 Bars oder so Cafés gefunden, die Brunch anbieten. Das fände ich ganz cool. Die Attraktivität der Innenstadt noch ein bisschen zu verbessern, indem man die Parkgebühren vielleicht runtersetzt. Um es einfach wieder attraktiver zu machen, auch in die Innenstadt zu fahren. Also ich war ein halbes Jahr im Ausland, ein Auslandsstudium gemacht in Edinburgh. Edinburgh hat ungefähr 500.000 Einwohner und was jetzt so das Nachtleben angeht, würde ich sagen, kann Würzburg locker mithalten. Und was Würzburg so zu bieten hat, ich finde es eigentlich, es ist eine tolle Stadt und von daher passt eigentlich.